Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Imru Alkais Sorgenacht in einer Übersetzung von Friedrich Rückert. Wie manche Nacht gleich Wogen des Meeres goss ihr Kleid um mich mit tausend Sorgen, mich prüfend und mit Leid. Ihr, sagt ich, als die Lende sie dehnte, breit genug, mir kehrte zu den Rücken und ab den vorderen Bug, o Nacht, du lange, lange, willst du dem Morgenschein nie weichen? Doch wird besser als du der Morgen sein? O Nacht, zu wunderbare, als ob die Sterne dein mit hanfnen Stricken wären gelegt an Felsgestein. Imru Alkais ist ein arabischer Dichter, der im 6. nachchristlichen Jahrhundert gelebt hat, also in der vorislamischen Zeit. Er war ein Beduine und seine Lebensdaten werden angegeben, einmal mit 500 bis 550, an anderer Stelle wieder mit 526 bis 561 oder 565. Er stammte aus dem Jemen, aus dem Stamm der Kinder und aus einer königlichen Familie. Sein Vater war König in diesem Stamm, der auch im Hochland von Saudi-Arabien Gebiete erobert hatte und von einem feindlichen Stamm, dem Banu Asad-Clan, getötet wurde, ermordet wurde. Die Bani Asad haben dann die Kinder unterjocht. Und mit dieser Schmach musste Imru Alkais sein Leben lang leben. Bani oder Banu, das ist das Plural des arabischen Wortes Ibn, also Sohn, das sind die Söhne des Assad oder die Söhne des Kinder. In diesem Gebiet Jemen, die arabische Halbinsel, Irak, Syrien haben und auch in der Türkei, der jetzigen Türkei, haben Juden, Christen gelebt. Es haben im Süden dann auch Zoroastrier gelebt. Und die Beduinen dieser Zeit verehrten vorislamische Gottheiten. Sie verehrten Astralgottheiten, Sonne, Mond, Steine und Bäume und sie kannten viele Dschinns, die dann ja auch noch im Koran Eingang gefunden haben. Imru selbst hat ein lockeres Leben geführt. Er hat den Wein genossen, er hat die Frauen genossen und er war sein ganzes Leben lang bemüht, den Tod seines Vaters zu rächen, also Blutrache zu üben. Und so ist er von Stamm zu Stamm gereist und hat Helfer gesucht in Syrien, im Irak. Aber er hat sie eigentlich nie bekommen. Und der Legende nach ist er bis zum Kaiser Justinian II. Gezogen, nach Konstantinopel, und hat von ihm tatsächlich Truppen erhalten. So wäre alles gut gegangen, wenn nicht ein Assad-Mann, also ein Mann aus dem verfeindeten Clan der Assad, ihm nachgefolgt wäre und ihn beim Kaiser verunglimpft hat. Der hat gesagt, Imru Alkais habe eine Prinzessin verführt. Und daraufhin soll ihm Justinian einen vergifteten Mantel geschickt haben und Imru Alkais hat dann der Tod im Ankara ereilt. Sein Beiname ist Herumirrender König. Angeblich hat er seine Dichtkunst vom Onkel gelernt und sein Vater sei wütend auf ihn deswegen gewesen und habe ihn vertrieben, aus der Familie vertrieben. Aber an sich war das Dichten nicht etwas Ungewöhnliches bei den Beduinen und im beduinischen Adel. An anderer Stelle erzählt er, dass ein Dschinn ihm das Dichten eingegeben habe in einem abgelegenen Wadi der Wüste Nascht, also im Hochland des inneren Saudi-Arabiens. Und dieser Dschinn habe geheißen Lafis ibn Lahis, die Inspiration.
Und aufgrund dieser Inspiration habe er dann angefangen zu dichten und das Leben in den Clans, in den Stämmen beschrieben. An einer Stelle erwähnt er noch ein Idol, also eine heidnische Gottheit, die er befragt habe um seine Zukunft, und die habe ihm Folgendes geantwortet: O weil du bist vergänglich, genieße du der Welt, was dir von frohem Rausche und schönen Frauen gefällt, von weißen Marmorgleichen und bräunlichen gleich Rehen, die schamhaft Augen senken und welche keck dreinsehen. Und dieser Schönheit der Frauen, der Liebesabenteuer, dem hat er sich gewidmet und Gedichte darüber geschrieben. Das ist eine Macho-Welt, die uns da begegnet, aber also das ist ja nicht typisch orientalisch. Wir haben zur selben Zeit natürlich lauter Machos auch in Europa, die ihre Gesänge, ihre Macho-Gesänge in den Heldenliedern verbreiten. Die Beduinen, das Leben der Beduinen bestand nun im Umherziehen, im auf die Jagd gehen, im darin Kamele zu schlachten und große Essen zu bereiten, in großen Familienzusammenhängen, den Wein zu genießen, die Musik und die Gesänge und sich tüchtig selbst zu loben. Und diese Gesänge, die wir da überliefert bekommen haben und die wir weit, weit in die muslimische Zeit hinein in diesen Gegenden finden werden, preisen die körperliche Schönheit. Sie preisen die Schönheit der Frauen, aber auch die Schönheit der Kamele zum Beispiel werden in diesen Gedichten gepriesen. Und das ist eine Besonderheit dieser Lyrik, die sie von unserer europäischen Lyrik, gleichzeitigen Lyrik, ganz stark unterscheidet. Zum einen sind es Adlige, die dichten. Es sind Königssöhne, wie in Ruhr al-Qais ein Königssohn gewesen ist. Ob er lesen und schreiben konnte, ist die Frage, aber zumindest wurden diese Gedichte dann eben schriftlich überliefert. Und das heißt, die Schreibfähigkeit war in diesen Ländern gegeben. Zum anderen, wie gesagt, preisen diese Gedichte die körperliche Schönheit, die Sinnenlust und die Erotik und ganz allgemein den Genuss am Leben. Und das sind Merkmale, die in unserer frühen europäischen Literatur eigentlich fehlen. Wenn man sich die Heldengesänge ansieht oder eben die frühen Epen, wenn man sich das irische Táin Bó Cúailnge, den Rinderraub, anschaut oder das Nibelungenlied oder Beowulf oder die Edda, dann sind das Heldenlieder, in denen von Tapferkeit, Tod die Rede ist, von Rache, von Fehden, von Ehre, auch von Eroberung von Frauen. Aber die sinnliche Lust und die körperliche Schönheit wird in ihnen eigentlich nicht gepriesen. Zumindest in den Gesängen, die uns erhalten geblieben sind, denn sehr viel wurde ja dann im 9. Jahrhundert von den späten Karolingern zerstört. Ludwig der Fromme, den kann ich deswegen immer noch nicht leiden, hat aufgrund seiner Frömmigkeit sehr viel von den frühen Liedern zerstört. Aber was uns erhalten geblieben ist, zeigt keine Lust an der körperlichen Schönheit und am Leben und der Sinnenlust, wie das eben diese orientalischen Gedichte tun. Zum anderen hat es in Europa, waren es Spezialisten, die gesungen haben, keine Königssöhne, sondern Barden oder Skalden. Und das ändert sich erst, als im 12. Jahrhundert unsere Könige und Fürsten, zum Beispiel in Spanien, mit der arabischen Hochkultur zusammenkommen und dort lernen, dass man auch als erfolgreicher Macho-Krieger Gedichte schreiben kann.
Und auf einmal schwappt diese Welle auch dann nach ins Abendland über. Und wir werden in der höfischen Literatur dann einige Adlige finden, sogar Königssöhne, die vor allem in Frankreich dichten. In Deutschland ist es eigentlich der niedere Adel, aber es ist die höfische Schicht, die auf einmal ein Gefallen an der Lyrik findet. Darauf werde ich noch in späteren Zeichensetzungen eingehen. Kehren wir zu Imru al-Qais zurück. Er gilt als der Vater der arabischen Poesie. Durch ihn sei die arabische Sprache Literatursprache geworden. Und man habe seine Gedichte auswendig gelernt. Oder, wenn schon nicht ganz, dann doch einzelne Verse. Und so sind seine Gedichte in verschiedenen Verskombinationen überliefert worden. In Verskombinationen, die den Auswendiglernern besonders gelungen schienen. Es herrschte dann ein Streit im aufkommenden Islam über diesen Dichter. Manche haben eben gesagt, er sei ein heidnischer Dichter, andere wieder haben ihn in die christliche Richtung gestoßen. An anderer Stelle wieder heißt es, Mohammed habe seine Gedichte sehr geliebt und sogar einige Verse seien in den Koran eingegangen, in die Sure 54 und 93. Dem wird wieder von anderer Seite heftig widersprochen, da der Koran ja eine himmlische Angelegenheit ist und sozusagen vom Himmel Mohammed in den Mund gelegt worden ist, dann kann er keine irdischen Verse enthalten. Religion spielt in den Gedichten der vorislamischen Zeit eigentlich keine Rolle und auch bei Imru nicht. Imru al-Qais Gedichte sind überliefert in einer Gedichtsammlung der vorislamischen, die Gedichte aus der vorislamischen Zeit sammelt, der sogenannten Muakkalat, die zusammengestellt wurde Mitte des 8. Jahrhunderts, also in islamischer Zeit, in der Dynastie der Umayyaden. Und darin werden 7 lange altarabische Gedichte gesammelt, sogenannte Kasiden. Das sind Gedichte, die 3 geteilt sind, Strophengedichte und Reime kennen und die eigentlich immer den gleichen Aufbau haben. Nämlich zunächst wird eine Vergangenheit geschildert, die endgültig vorüber ist und nie wiederkommt und die beklagt wird. Sie ist unwiederbringlich. Dann geht das Gedicht in die Gegenwart. Meistens wird eine Reise beschrieben oder ein Ritt, zum Beispiel auf einem Kamel. Und der Schluss besteht in einem Eigenlob auf sich selbst oder auf den Stamm, dem man angehört. Sehr oft kommt es dann auch zu einer Schmähung des Gegners. Es ist eine Zweckdichtung. Es soll die eigene Großartigkeit hervorheben und prahlt mit der Kraft und der Macht des Stammes oder der Person. Imru al-Qais weicht in einem und in mehreren Gedichten ab von diesem Aufbau. Und einen Teil habe ich Ihnen schon vorgelesen, die Sorgennacht, die Teil eines eben großen Gedichts ist, und einen weiteren Teil, wieder in der Übersetzung von Friedrich Rückert, möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Dieser Teil behandelt Liebesabenteuer Imrus. Und zwar schildert er, wie er Unisa, die Tochter eines Oheims, Schachabil, nicht bekommen konnte und ihr nachsetzt. Er überrascht sie beim Baden mit ihren Frauen und setzt sich auf die Kleider der Badenden und sie bekommen die Kleider erst wenn sie sie aus seiner Hand nehmen. Nach und nach kommen die Frauen ans Ufer, holen sich ihre Kleider. Ganz zum Schluss kommt Onisa und ist sehr wütend auf ihn. Und quasi als Schadensersatz und um wieder gute Laune bei den Frauen zu machen, schlachtet Imru al-Qais sein Kamel und es gibt ein großes Essen. Das hat für ihn aber einen weiteren Vorteil, nämlich um dann von Ort und Stelle zu kommen,
muss ihn Onaisa hinten auf ihr Kamel nehmen und er kann Tuchfühlung zu ihr aufnehmen. Im weiteren Verlauf dieses Gedichts werden dann weitere Liebesabenteuer geschildert. Und im Anschluss kommt nun eben diese schreckhafte Nacht, diese Sorgennacht, die ich Ihnen am Anfang verlesen habe. Anschließend noch ein Jagdritt und die Schilderung eines Gewitters. Und das sind wunderbare Verse, von denen ich Ihnen jetzt eben noch die, die die Liebesabenteuer beschreiben, vorlesen möchte. Lasst hier zum Angedenken mich weinen, einer Buhl am sandgen Abhang zwischen Haumal und Allachul, zwischen Mikrat und Tudech. Noch unverwischt ist dort die Wohnspur, ob darüber schon fegte Süd und Nord. Da hielten die Gefährten bei mir die Zügel an und sprachen: O, vergeh nicht vor Kummer, sei ein Mann! Die Träne, welche rinnet, allein ist Heilung mir. Doch auf zerfallenen Trümmern, was hilft das Weinen dir? Einst mit El-Huwairit übtest du gleichen Brauch, mit ihrer Nachbrin El-Rahab in Massal auch. Da, wo sie sich erhuben, da wehte Moschusduft, als ob Gewürznelken geküsst die Morgenluft. Und meine Augen gossen der Liebestränenmeng aufs Halbbein, bis beflossen war selbst mein Wehrgehäng. Erleb dich doch von ihnen vergnügte Tage genug, voraus bei Daratschutschul, was dort der Tag mir trug. Da schlachtet ich den Mädchen das Tier, auf dem ich ritt, und mein Gepäcke nahmen sie auf den ihren mit. Wo sie die Stücke Fleisches sich warfen zu und fingen, woran des Fettes Trotteln wie Seidenfransen hingen, da drängte ich in die sänfte Onaisas mich hinein. Sie rief: Willst du hinunter mich werfen? O, halt ein! Sie rief, als das Gestelle mit uns sich niedergab: Du wirst mein Reittier schinden, o Amrils Kais, steig ab! Ich sprach zu ihr: O, reite nur, lass ihm den Zaum und wehr mich nicht zu pflücken die Frucht an deinem Baum. Einst aber auf dem Rasen, da sträubte sie sich mir und schwor mit einem Eide: Ich scheide mich von dir. Lass diese Zierereien, o Fatima, mein Kind, und gibst du mir den Abschied, so gib ihn fein, gelind. Du pochst wohl auf die Liebe, die mich getötet hat, und dass du mir nie hießest ein Ding, das ich nicht tat. Doch wenn von meinem Wesen dich etwas so verdroß, so wickel aus deinem Kleide mein Kleid und sei denn los. Es träufeln deine Augen nur einzig, um mit Schmerz zu bohren deine Pfeile in mein zerstücktes Herz. Von mancher Zeltflor Sonne in wohlbeschirmte Ruh erbeutet ich mir Wonne und nahm mir Zeit dazu, drang zu ihr durch die Wächter, durch der Verwandten Hut, die, wo sie's heimlich könnten, vergössen gern mein Blut. Als an des Himmels Mitte sich die Plejaden drehten, gleich einem Wehrgehänge, dem Perl und Gold durchwirkten, und kam ihr, als sie eben zum Schlummer ihr Gewand beim Vorhang abgestreift und im leichten Hemde stand. Sie rief: Um Gottes Willen, ist denn für dich kein Rat? Ich sehe, dass deine Torheit dich nicht verlassen hat. Da führte ich sie von hinnen, und hinter uns im Raum zog sie auf unsere Spuren des Kleids gestickten Saum. Bis nun aus dem Gehöfte der Zelt hinaus es ging und uns des Tales Niedrung mit Sandgardün umfing, wo ich an beiden Schläfen sie fasst und zu mir zog, die über mich schlankwüchsig und schwellend her sich bog. Die zarte, weiße, feine,
anmutig überall. Ihr Brustbein ist ein Spiegel, ein glatter von Metall. An ihr wie an der Perle ist weiß mit Falb gemischt. Vom Wasser, das kein Fußtritt berührt, ist sie erfrischt. Sie bog sich ab und zeigte zwei Wangen und ein Paar von Augen gleich der Hirschkuh, bei der ihr Jüngstes war, und einen Hals des Rehes, dem keine Schönheit fehlt, wenn sie empor ihn hebet, mit goldenem Schmuck vermählt, und dunkle Lockenfülle, die um den Nacken hängt, wie sich am Schaft der Palmen der Dattelbüschel drängt. Es kräuseln in die Höhe verlorene Löckchen sich, weil hier ein Ringel flattert, dort eine Flecht entwich. Am Morgen duftet Moschus von ihres Lagers Rand, spät steht sie auf und gürtet zum Hausdienst kein Gewand. Sie leuchtet in dem Dunkel der Nacht, als ob sie sei die abendliche Lampe des Mönchs der Siedelei. Nach einer solchen blicken verständ'ge betört, im Kleide, das halb Frauen, halb Mädchen angehört. Frei machen sich die Männer von blinder Liebeslust, allein von deiner Liebe wird nie mir frei die Brust. Wie mancher Widersacher, der eifrig mich bestritt und guten Rat mir aufdrang, wies ich schon ab damit. Imru Alkais Liebesabenteuer.